Moin Leute, wieder einmal herzlich willkommen zu unserem Videoblog. Wir waren vor kurzem auf der Kieler Woche und die Kieler Woche ist für mich eines der Highlights im Jahr. Für mich hat die Kieler Woche ganz besondere Bedeutung, weil ich früher als Jugendlicher und als Kind häufig auf der Kieler Woche war, vor den Bühnen stand, die Künstler angeschaut habe und gedacht habe, boah, auf diesen Bühnen musst du stehen. Das ist dann schon vor den Wise Guys geklappt hat, war schon klasse mit Tiffany. Aber jetzt mit den Wise Guys in Kiel zu sein, das ist für mich immer ganz was Besonderes, weil es für mich ein Nachhausekommen ist. Und was da passiert ist, seht ihr jetzt. Ich hab mich lang auf diesen Tag vorbereitet, wurde von privaten Trainern angeleitet. Ich hab Marathon trainiert und viele Kampfsportarten. Und ich darf behaupten, ich gehöre jetzt zu den Harten. Es ist auf jeden Fall für mich immer ein Nachhausekommen und ein Freuen auf ein Publikum, wo ich denke, ich mal einige Gesichter kennen werde. Letzten Endes weiß ich gar nicht, ob das über Nils dann entstand, aber irgendwann hat es dann geklappt und seitdem sind wir jedes Jahr hier und das mit großer Begeisterung. Ich glaube, er fühlt sich hier ein bisschen mehr als der Gastgeber denn sonst. Und das ist er, glaube ich, auch. Ich glaube, er steht hier schon ein bisschen mehr im Fokus. Ohne Scheiß, ich glaube, ich fühle mich so ein ganz kleines bisschen verantwortlich für dieses Mistwetter. Obwohl, eigentlich dürfte ich es nicht, weil ich müsste es besser wissen. Es ist bei der Kieler Woche nun mal meistens Scheißwetter. Ich war ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Ich hatte auch so einen kleinen Brrr wieder, aber den hat hoffentlich nicht so viele Leute an den gemerkt. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich mach dich platt, dein heißes Treffer versenkt. Schau mal, wo der Hammer hängt. Ich sing dich an die Wand. Das ist für mich ein ganz witziger Moment, wenn ich dann auf einmal von der Bühne runtergehe und auf einmal kommt Tiffany dann drauf. Vielleicht singe ich sogar auch noch ein Stückchen mit. Man munkelt. Wie so eine Inkarnation aus der Vergangenheit ist er da auf die Bühne gekommen und war so sicher einfach. Ich fand es unfassbar, wie der einfach aus dem, also du hast das eben aus der Hüfte, pow, hat er das Ding da mal eben gerockt. Ne? Das ist unglaublich. Eine Spaß, du. Hast du Spaß gehabt? Total. War geil. Irgendwie auf einmal im Rückmark, was da. Richtig cool. Also du warst echt geil. Ja, du warst eben voll die Sau. Ja, das ist in dem Moment, weil da geht so ein Schalter um. Das haben wir über 5 Jahre gemacht irgendwo. Und dann, wenn du da echt Gas gibst den Abend, das ist aber auch ein Stück, was total Gas. Also wo ich total Gas geben. Du warst da wie so ein Fisch im Wasser, verstehst du? Du warst da total, du warst so genau. Das war dein Ding da oben. Du hast komplett wohlgefühlt. Ja, hab ich auch. Der Nils ist eine absolut geborene Rampensau. Und verbindet damit aber diese vollkommen herzliche Ehrlichkeit, die ihn zu dem prädestinierten Bandmitglied für uns gemacht hat. Also ich finde irgendwie menschlich, musikalisch, echt, das hat es mir nochmal bestätigt, einfach der ist es gewesen. Es war einfach die einzige richtige Wahl für uns.